trainiere zweimal die Woche meine Beine. Am Tag 1 ist es so, da konzentriere ich mich mehr auf die Oberschenkel, nehme einen Teil vom Gluteus natürlich auch mit und Teil 2, was meistens am Freitag ist, da ist es überwiegend mehr Gluteus. Klar, ein bisschen Bein oder Gluteus sind in jedem Teil mit drinnen, aber das splitte ich immer so auf, sonst wäre es wirklich zu sehr, zu viel an einem Tag von den Übungen her. So, kommen wir zum Oberkörpertraining. Was die meisten wenig trainieren oder schlecht trainieren nach Erfahrung ist, sind eher die Schultern. Also bei diesen Übungen ist es natürlich so, dass ich mich sehr auf die hintere Schulter konzentriere, was sehr wichtig ist für die Haltung. Arme, ja, nicht so viel. Also bei mir ist es erstens so, weil meine Arme allgemein sehr ausgeprägt sind, aber auch, weil man allgemein bei den restlichen Oberkörperübungen die Beine, die Arme schon mit dabei sind. Deswegen 1, 2 bis 3 Übungen, je nachdem, just for fun. Also manchmal mache ich ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber nicht zu viel.